Hallo, ihr Quirlinge. Mit Blick auf eines von Night Citys schöneren Hochhäusern beginnen wir diese nächste Episode von Cyberpunk 2077 und werden uns hier an der Grenze der Badlands, Grenze zwischen Westbrook und Santo Domingo und den Badlands, angucken, diese Queste hier. Ja, genau das wollte ich sagen die ganze Zeit. Und wenn das nicht so lange dauert, was ich hoffe, dann gibt es hier noch einiges zu machen. Überfall hier, Überfall dort und hier die Verbrechensmeldungen, die wir in der letzten Episode aufgedeckt haben, da unten. Da gibt es hier noch was abzustauben. Das wollen wir auch gerne machen. Aber erstmal kommt diese Nebenquest an die Reihe. Und das sieht zwar auf der Karte gar nicht so weit aus, aber das sind die Badlands, die strecken sich. Das sind 1,5 schlanke Kilometer. Also da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen rote Unterstützung. Ach da. Benevia. Mensch, hab ich dich günstig geparkt. Ich find's schick, wenn die Autos von wie weibliche Namen haben. Stellt euch mal vor, Benevia hieße Jörg. Das wäre komisch. Gut, wir müssen aber hier irgendwie unter der Straße lang in das Gewerbegebiet. Okay, ich verstehe. Na dann. Ich fahre so, wie es sein soll. Laut Routenplanung. Ja, das hier kennen wir grob. Hier irgendwo haben wir mal Panem zum ersten Mal getroffen. Der ich wohl lieber nichts von Judy erzählen sollte. Oh, Sackgasse. Rancho Coronado. Mhm. Irgendwann sind wir auch mal hier unterwegs. Eines fernen Tages. Was kann das sein? Ach, ein neues Auto, alles klar. Quarzbandit, jawohl. Ich kann das Geld gar nicht so schnell verdienen, wie ich es hier für Autos ausgeben kann. Oh, das war stabil. Ach, es war noch gar nicht hier. Da vorne. An diesem Rangierbahnhof, oder was ist das hier? Hier gibt's was zu tun? Echt? Rocky Ridge, nicht dein Ernst. Wie? Ja? Ich habe was Dringendes für dich. Irgendwer holt die Drohnen meines Kumpels vom Himmel. Sieh dir die Koordinaten an und finde raus, wer es ist. Details anbei. Mhm. Das ist Dakota. Hat eine ähnlich schöne Stimme wie Bagacko. Und möchte, dass wir sabotieren. Auftragsart Sabotage. Ziel, Drohnendiebstahl unterbinden. Ort, Union, AA. Details. Mein guter Freund Mosquito hat ein nettes Geschäft in den Badlands am Laufen. Er packt ein paar nützliche Drogen in eine Drohne, schickt sie nach Night City und bekommt dafür ein hübsches Sümmchen auf sein Konto überwiesen. Und ich bekomme einen beachtlichen Anteil davon. Das Problem ist, dass seine Drohnen seit einer Weile nicht mehr am Zielort ankommen. In die letzte Drohne haben wir einen Tracker eingebaut und siehe da, die Diebe haben sie bis nach Hause mitgenommen. Ich gebe dir die Koordinaten und du kümmerst dich darum, dass unsere Drohnen nicht mehr abgefangen werden. Oh, das kriegen wir hin. Fliegende Drogen. Begib dich zur Quelle des Signals. Wer denn hier seine schmierigen Finger im Spiel? Die Wraith. So. Ich ping dich mal an. Und lerne was über deine Freunde. Da ist einer von denen. Was ist das hier für ein Ding hier von?
Das ist ein Geschützturm. Umpolen. Ja. Du hast es so gewollt. Ah ja, viel Spaß. Miteinander. Achtung, hier fährt die Transsibirische Eisenbahn vom Uralkombinat. Das Uralkombinat. Sau geil. Der Name ist so geil. Liebe Querlinge, erinnert mich, wenn ich jemals das Strategieaufbauspiel Workers and Resources spiele, das gerade auf Steam im Early Access ist, also im September 2021 spreche ich diese Worte, dann nenne ich auf jeden Fall eine der Firmen Uralkombinat. So, ich finde ja, hier gibt es einfach nur ein paar technische Fehlfunktionen. Ach, sind wir, Umpolen haben wir noch. Können wir jetzt gerade gar nicht. Weil das kostet tatsächlich. Gib ich so ein Signal. Ja, ja. Das kostet halt Hulle Speicherpunkte. Auch Halle und Holle, aber halt in erster Linie Hulle. Umpolen. Hahaha, kommt einer wieder. Was ist das? Da drüben! Au, was ist denn los? Au! Moment. Scheiße. Lauf! Ich war noch gar nicht tot. Ich hatte doch 135 Punkte. Scheiße. Ich sollte meine Sabotageakte vielleicht ein klitzekleines bisschen verstohlener umsetzen, gell? Oh. So. Hier, ich glaube, Kamera war das Problem. Hat mich verraten. Sausack. Wir beide werden jede Menge. Und du bist auch auf meiner Seite, ja? Oh, das war ein Kopfschuss. Ich möchte auch gern den anderen Geschützturm da am Haupteingang noch hacken, ohne entdeckt zu werden. Welcher ist denn das? Der da. Es werden von alleine weniger. Scheiße. Was denn? Mich sieht doch hier keiner, gell? Nee. Der Geschützturm macht ganze Arbeit. Aber wirklich ganze Arbeit. Ist komplett unverletzt. Ist hier noch einer am Leben? Ich glaube nicht. Kamerad, soll ich dich ein bisschen... Oh, hallo, Goldkette. Kamerad, soll ich dich reparieren? Geht das überhaupt? Nee. Da oben müssen wir hin, ist mir klar, aber... Hier gibt es erstmal einiges zu sammeln. So, der ist auf meiner Seite, der macht mir nichts, hoffe ich. Mann, ey, ihr dachtet wohl, ihr seid hier sicher. Habt mal bessere Technik, die ich nicht einfach so hacken kann. Komm schon, Spiel! Ach, vergiss es. Dich muss ich aufheben, da liegt nämlich was drunter. Das wäre so ein ekliges Kunstblut. Bäh, weg hier. Fast aus, wenn du die Jacke. Brechstange, cool. Ja, und dann liegt ja halt nichts mehr. Ah, da hinten ist noch einer. So, aha. Du rennst schon direkt in... Oh.
so ein Sack. Na, komm schon. Ah, ich glaube, mein Turm hat das völlig im Griff. Aber die Kamera da, die würde ich gerne umpolen. Und mich weiter hier in Ruhe umschauen. Wobei, das Plündern kann ich auch auf Cam machen. Wir machen nur hier mal aus. Oh, das tat weh beim Sterben. Eieieiei. So, tut mir leid, aber das gibt halt Punkte. Schnauze. Das gibt leider keine Punkte. Diese röhrenden Radios auszumachen. Das wiederum schon. So, ich habe die alle nicht markiert. Ihr könnt noch... Leute... Ja. Oh, komm schon. Hä? Gott. Bin ich im Fokus von irgendeinem Bösewicht? Du feige Ratte! War es feige, die Türme zu hacken oder war das schlau? Ich glaube eher schlau. Komm schon. Der ist auch gleich meiner. Gut. Der sichert mir den Rücken. Und der da ja eigentlich auch, wenn ich ihn denn umpolen könnte, was ich gerade nicht kann. Aber links oben sehen wir ja, wie die Speicherbänke, Speicherbausteine, wie auch immer, wieder frei werden. So, auch meiner. Benutzt. Ja, auch das. Wir bekommen jetzt doppelte Eddies. Ein C55, ein C7A. 1C, das ist nicht so gut. E9, 1C, 7A, 55, 1C, 7A, irgendwie so. Also 15, E9, 1C. Ja, das war blöd gedacht von mir. 55, nee, 1C. 55, ja doch. Geht nicht mehr. Immerhin. Na, so wie war es gar nicht. Benutzen. Nachrichten. Das ist Spam. Das hier vielleicht nicht. Send those, verschlüsselt. Sehr geehrte Frau. Ach, das ist auch Spam. Und das ist auch Spam. Ja, das ist alles Spam. Mach das Ding zu. Ich muss dann wohl hier oben mal in den Turm. Du hast mich nicht gesehen. Da war nie jemand. Dreh dein schlankes Köpfchen in eine andere Richtung. Und lass dir den Stecker ziehen. Danke. Wo ist denn der Typ, der herumgelabert hat, hingelaufen? Der ist noch nicht erschossen worden. Mit Betonung auf noch. Wie siehst denn du mich? Kann ich dich von hinten packen? Nee, das ist ein Fenster drin, das kann nicht wahr sein.
Vielleicht läufst du jetzt ja irgendwo dumm in die Gegend und... Scheiß Optik! Scheiß Optik. So. Und es legt sich die Totenstille über diese Wraith und Wrath und sonst irgendwie Festung. Ah, du liegst auf deinem Imbiss, das kann ich gar nicht sehen, weißt du? Bitte hier ablegen. Du passt gut auf diesen Stuhl. Ach, bist wohl anderer Meinung. Ist da oben noch einer? Erstmal wohl nicht. Ich glaube zwar nicht, dass ein Alarm noch irgendwas bedeuten würde, aber wir wollen es ja nicht provozieren. Erstmal umpolen. Oh, da liegt einer. Das war aber nicht ich. Es ist ein ähnlicher Turm wie der, in dem wir mit Penem waren. Oh, ist das gefährlich! Ausschalten. Oh. Jetzt hat die Doofkamera doch tatsächlich noch Alarm geschlagen. Aber irgendwie lebt halt keiner mehr, gell? Wo ist denn die gewesen? War da hinten drin? Na, oder auch nicht. Ich glaube, wir sind alle tot. Du bist das. Das war ein unfreundlicher Akt. Da oben ist noch irgendwas. Bin im Kampf mit wem denn? Mit dir. Wow. Die Transmitter erinnern mich an... An was? Früher 2020 haben wir die für freie Sender benutzt, um Hardcore-Punk auf Bullenradios dröhnen zu lassen und so. So haben die Raffenschiff bestimmt unsere Drohnen gehackt. Ich dachte wirklich schon, du reimst dir das nie zusammen. Ey, ich bin Techie, ja? Da unten. Ist der Kampf jetzt zu Ende? Ja. Triff mein Bleiadler! Noch einer? Gebiet feindlich, ja schon klar. Aber die nervige Kampfmusik soll bitte mal ausgehen. Dankeschön. Oh. Also, hier irgendwelche Transmitter und was weiß ich. Wir schalten euch mal den Strom ab. Und haben damit hier alles erledigt. Sehr gut. Ist oben wohl noch was? Keine Ahnung. Ich hoffe mal nicht. Ich werde jetzt hier, da wir das Gebiet lediglich verlassen müssen, lediglich, genau, werde ich nochmal ein bisschen rumschauen. Hier gibt es garantiert noch einiges abzustauben. Und werde den Außenposten nicht verlassen, bevor wir uns alles angeschaut haben, was hier von Bedeutung ist. Und was ich noch von Bedeutung finde, das seht ihr gleich.
Und da bin ich wieder. Ich hoffe, ich habe alles oder doch zumindest das Allermeiste. Hier im Turm gibt es noch drei interessante Dinge, die wir uns gemeinsam anschauen sollten. Da wäre zum einen im Wüstenbüro hier ein Computer mit Dateien und Nachrichten. Da haben wir einmal Virus. Das kann kein Mensch lesen hier. Virus im Anhang, Anwendung. Steckt den Splitter in die Steuertafel der Antenne bzw. der Sendeanlage und startet die Übertragung auf allen Kanälen. Wenn das nicht geht, wird der Virus einzeln auf jeder einzelnen Frequenz gesendet. Der Virus wird nur in Drohnen entpackt, die du bestimmst, und unterbricht die Energieversorgung des Antriebs. Meld dich bei Problemen einfach. Aha, von Bad at Many Crate. Und das ist dann wohl hier der Virus. Genau. Man sollte meinen, jeder möchte gern hätte inzwischen Verschlüsselung. Egal. Wie lautet die Nachricht? Reffen Schiff haben ein Virus gekauft und senden ihn rum via Lufttransmitter. Gab's hier nicht irgendwo eine Antenne? Mhm, aber nicht mehr lange. Ja, genau. Das war nochmal mit der Nase drauf gestupst, was hier zu tun ist. Dich kann ich entmarkisieren und hier, du bist neu, Anweisungen lesen. Anweisungen. Wie man eine Drohne auseinanderbaut und mich nicht scheiße sauer macht. Erstens, zerr nicht wie ein Berserker dran. Wenn du die Schrauben nicht rausbekommst, Hände weg. Zweitens, Sand ist tödlich. Sand plus Elektronik gleich großer Mist. Großer Mist ungleich Geld. Kapiert? Großer Mist ungleich Geld. Das gilt nicht für YouTube. Drittens, wenn du keinen Lötkolben bedienen kannst, lass es. Und viertens, lass die Scheißakkus nicht in der Sonne liegen. Verbindlichsten verfickten Dank. Großer Mist und vielleicht nicht. Made my day. Gut, und dann habe ich oben in so einem anderen Büro oder in dem Ausguck auch noch was gefunden. Irgendwie sind meine Markierungen verloren gegangen. Das ist tragisch. Vielleicht, weil ich so weit weg war. Also, Gedächtnis, lass mich nicht im Stich. Das war hier. Genau, hier. Oh, die hatten Sonne hier. Aber auch sehr warm und trocken. Später, lesen. Problem. Boss, wir haben ein Problem. Entweder verdunstet unser Stoff auf wundersame Weise oder jemand bedient sich heimlich. Frage ist, ob für den Eigengebrauch oder Nebenverdienst. Kümmern muss ich mich in beiden Fällen drum. Mhm. Das heißt, die geklauten Drogen, ja was? Die haben ja die Drohnen erst beim Rückflug gekapert. Also waren sie auf das Geld aus und nicht auf die Drogen selber. Nee, gar nicht wahr. Das Geld wird ja überwiesen. Insofern haben sie doch die Drohnen beim Hinflug gekapert. Ja, und dadurch hatten sie hier Stoff, genau. Wir nehmen mal diese Abkürzung. Hi. Gut. Und dann weg hier. Also ich bin nicht sicher, ob hier nicht noch irgendwo was liegt, zum Beispiel hier. Aber irgendwo sehe ich den Wald auch vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich habe keine besonderen Verstecke gefunden oben im Turm. Gab so ein Häuschen, also ein Räumchen, da konnte man nur mit Techie-Fertigkeit rein. Da gab es so ein lilanes Item, aber das war auch nichts besonders Erwähnenswertes. Ich habe die Geschütztürme nochmal gehackt, dann waren sie zwar wieder feindlich, aber habe sie dann ausgeschaltet. Denn das Hacken, das gibt ja auch nochmal technische Fähigkeiten. Obendrauf. Alle Kameras entstöpselt, ja, das soll es gewesen sein. Und hier liegt so ein Ding rum, das kann man dann in die Hand nehmen und hiermit ordentlich Rabatz machen, aber eben nur hier. Gute Arbeit mit der Antenne. So ein Kopf auf den Schultern ist eben nicht nur schmückendes Beiwerk. Moskitosrouten sind wieder sicher. Dein Auftrag ist damit abgeschlossen. Irgendwie, sie verursacht bei mir komische Wellen. Beim ersten Gespräch war sie mir total sympathisch, aber jetzt irgendwie ist die komisch. Naja,
Dann wollen wir mal mit Gwenny, wer noch ein bisschen da was machen. Und zwar wieder in Westbrook. Da gibt es noch einiges zu holen. Wir brummen. Wohin? Wo ist Westbrook? Das ist noch Westbrook. Charterhill gehört dazu. Dann haben wir da einen Überfall. Na, machen wir den. Komm. Weil er gerade so schön nahe liegt. In den Badlands haben wir es mit den Wraith zu tun. In Westbrook mit den Tigers. Oben in Watson hat man es zu tun mit den Mähstromern. Ja. Jedes Gebiet hat seine andere bestimmende Gang. Und hier hinten kloppen sich wieder die Tigers oder was ist hier los? Wobei die Überfälle können natürlich auch Militech oder sonst irgendwas sein. Eieieiei. Tigers. Miezen, seid ihr das? Na, schreck mal aus. Park quer mitten auf der Straße. Hier kommt zu der Uhrzeit niemand mehr angefahren. Nur dusselige Passanten werden hier vorbeistolpern. Und dann schauen wir mal, was hier unter dieser Brücke los ist. Wer bist denn du? Du bist... eine Arasaka-Wache. Ah, dachte ich es mir doch. Ja, Konzerne am Weg. Irgendwie unter Brücken sind nur Konzerne aktiv, komischerweise. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Ich untersuche das mal. Ja, genau. Dafür bist du qualifiziert. Du bist auch qualifiziert, um dich jetzt gleich umzudrehen, gell? Hä? Hä? Guck, diese Vögelchen. Bei denen bin ich mal auf der nicht tödlichen Spur. Kann ich dich irgendwo abladen, wo man dich nicht sieht? Da drüben sind auch noch irgendwelche Arbeiter. Das Ding hat noch einen benutzbaren Kofferraum. Sehr schön. Es wird eh gleich knallen. So richtig. Du bist noch dabei. Du auch. Ja, die guckt in meine Richtung. Das ist toll. Das habe ich am Anfang hinbekommen und dann geht's doch nicht weiter. Hier oben wandern sie, die Kollegen. Du stellst dich jetzt bitte nicht hier an die... Ich mache auch gar keinen Krach hier. Er blinde für ein Weilchen. Wobei, es guckt jemand in deine Richtung. Das ist nicht gut. Scheiß verpackte Optik. Scheiß verpackte Optik, genau. Das gehst aber irgendwo anders hin. Was mir freilich nichts nützt. Doch.
Optik-Neustart geht nicht mehr. Schade. Könnte eine Falle sein. Ich check das mal. Ja. Das muss man so machen. Ach, du bist da unten. Das ist doch die falsche. Okay, dieser Typ Bereich hier. Bereich gesichert. Ja. Das ist ja viel zu gefährlich, was ich hier mache. Funktioniert aber. Waffe weg, du siehst mich nicht. Bleib doch da nicht im Weg liegen. Oh, hier gibt es noch mehr Schrottautos mit schrottigen, aber geräumigen und leeren Kofferräumen. Viel Spaß da drin. Ob dich einer findet, bin ich mir nicht so sicher. Ich bin noch unbemerkt, das ist schön. Ich habe irgendeinen nicht auf dem Radar. Das beunruhigt mich. Oh, du siehst, gibt zu viel, Kollege. Ah, die Lady hier vorn. Die Lady hier vorn. Wäre schon nicht schlecht, aber... Ha? Das ist Selbstmord. Oder auch nicht. Los, weg hier! Ah, komm. Das können wir ohne Schleichen machen. Hier sieht uns keiner. Sind auch immer weniger da, die hier was sehen können. Schwuppdiwupp. Gegneralarmbereitschaft, weil sie jetzt die Waffe... Wir finden dich! So oder so. Waffe gesehen haben oder so, keine Ahnung. Ach, schade. Hä? Hä? Widerstand ist zwecklos. Ja, das haben die Borg auch behauptet. Hä? Hä? Komm schon. Deine Optik backt heute mächtig rum. Ist nur eine Frage der Zeit. Hä? Nicht dein Ernst. Was? Wo ist denn das scheiß Zelt? Komm raus! Hier! Nee, da! Du siehst mich nicht. Du siehst mich. Garantiert. Wir finden dich. So oder so. Ich. Der andere kriegt auch gleich einen Hack ab. Hä? So, ihr seid jetzt blind wie die Hühner. Ey, jetzt lass dich doch mal packen. Mensch. Bist du denn dusselig? Ist nur ein... Oh. Die hat ja mehr Glück als Verstand. Tatsächlich alles gut gegangen. Aber auch nur, weil ich ja seit relativ neuer Zeit erst die Möglichkeit habe mit dem Optik-Neustart, dass das halt von einem zum nächsten wandert. Wenn die beieinander stehen, sonst hätte ich das jetzt nicht geschafft. Der eine wäre ja dann nicht blind gewesen. Lesen.
Archiviert das Gespräch. Sergeant 91821 und Lieutenant 487. Und der Sergeant sagt, derzeitige Position, Net-Login-Punkt von Takeshi Ono. Zuletzt eingeloggt vor 4 Minuten und 13 Sekunden. Und Sergeant, Obdachlosenlager. Das Ziel muss einer von Ihnen sein. Alle Anwesenden festgenommen. Und der Lieutenant, Ziel identifiziert. Und der Sergeant, negativ. Scans sind fehlgeschlagen. Ziel hat vermutlich Operationen durchführen lassen, um Gesichtserkennung zu umgehen. Und der Sergeant, benötigen DNA-Experten, um ihn unter den Festgenommenen zu identifizieren. Und der Lieutenant, Zeitverschwendung, eliminieren Sie das Ziel. Und der Sergeant, Ziel befindet sich in einer Gruppe, alle wurden festgenommen. Und der Lieutenant, eliminieren Sie die gesamte Gruppe. Und der Sergeant, verstanden. Auch noch zur Ruhe gebettet und dann geht's hier ans Plündern. So. Ja, ich muss euch, glaube ich, nicht zeigen, wie ich hier den ganzen normalen Kram einsacke. Wir gucken uns dann an, was da hier das Ziel dabei hatte, um zu wissen, worum es hier überhaupt ging. So, ich denke, ich habe das Wesentliche. Was ist das hier für einer? Dieser Ono oder was? Speicherboost. Und lesen. Archiviert das Gespräch. Takeshi und gelöscht. Takeshi Ono, was ist? Und der gelöschte. Arasaka hat Pete, Jules und Tim erwischt. Ein scheiß Desaster. Und Takeshi. Willst du mich verarschen? Und der gelöschte. Die haben anscheinend einen von uns nach unserem Job erwischt. Und wer auch immer das ist, kann sein Maul nicht halten. Wir sind gefickt. Und Takeshi. Ich war nicht mal mit von der Partie, hab nur Runner-Support gemacht. Und der Gelöschte. Sei doch nicht so naiv. Du weißt doch, wie das läuft. Leg dich mit Arasaka an und dein Leben ist vorbei. Und wir haben einen ihrer Ingenieure erledigt, also trifft das auf uns erst recht zu. Nimm die Kohle in die Hand, renn zum nächsten Ripper und hol dir eine neue Gesichtsplatte, sofort. Und der Keshi. Du bist doch der Fixer, hilf mir verdammt nochmal. Und der Gelöschte. Da gibt's nichts mehr zu fixen, Takeshi. Jeder ist auf sich gestellt jetzt. Ich tauch ab. Solltest du auch tun. Und Schum, kein scheiß Netrunning, hörst du? Die Runner von denen sind besser als du. Denen kannst du nicht entkommen. Ja, das war dann wohl Takeshi. Gut. Ja. Den Überfall hätten wir. Und da die Episode jetzt doch schon ein bisschen was an Inhalt hatte, machen wir nur noch die Abholung der beiden Verbrechensmeldungsverstecke, die wir in der letzten Episode aufgetan haben. Das wäre einmal hier. Da brauchen wir die gute Gwenniver. Wir haben 60.000 Eddies. Das reicht auch nicht für die nächste Karre hier. Westbrook ist schweineteuer. So. Go, Gwenny, go! Vorsicht! Wer sieht mich denn hier? Wieso werde ich denn in einen Kampf verwickelt? Boah, Leute, Raketen! Ich fahre doch hier nur durchs Gewerbegebiet! Oh! Die sind aber auf Rabatz programmiert, ehrlich. So, Achtung. Ja, gar nicht mehr weit sein. Wir sind gut durchgekommen. Ich will keinen Ärger, okay? Rennt auf die Straße, ich will keinen Ärger, ja klar. 150 Meter. Ey, komm, du willst jetzt hier nicht langfahren. Doch. Oh, hier ist das Parken schwierig. Naja, machen wir uns ein bisschen Platz.
Ah, ich finde, hier kann man gut parken. Die rote Guinevere fällt hier ja gar nicht auf. Da oben in dieser schmierigen Ecke gibt es irgendein Versteck. Dann das Unterschlupf. Der nächste Kreis der Hölle. Verweichensmeldung. Oh, Fertigkeitsschilder Breach-Protokoll. Sehr gut. Wir werden ja immer stärker mit dir, wie? Da war zwar irgendwas mit dem Relic, aber wir haben ja keine Eile, gell? So. Ich glaube, das war der Hauptgewinn, dieser Splitter. Ah ja, hier. Zwei Nachrichten. Das ist Spam. Tja. Von Dante an Chang Hon Nam. Was meinst du damit? Wo bist du? Oh Gott, Dante, ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich verstehe nichts. Okay, hatte Ärger. Wie so ziemlich alle hier, inklusive mir. Oh, das war Dantes Versteck. Und das nächste, was wir hier haben, wäre Verbrechensmeldung Crashtest. Das ist ganz in der Nähe. Da müssen wir ja nur hier einmal diese schick beleuchtete Treppe nehmen und diese auch noch. Oh, Leute. Was hat das zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, dass du nicht aufpasst beim Laufen. Die Polizei ist im Einsatz. Man mag es nicht glauben. No. Ampel AD. So. Wo ist es denn? Oh, ist das eine eklige Gegend hier wieder. Hier ist so viel Müll auf der Straße. Meter. Was kann das sein? Auch irgend so ein Verbrechensmeldungsversteck. Aber ich kann es nicht mehr zuordnen. War das das von dem Verunglückten? Auch wieder so ein Obdachlosencamp. Und ein Tigerchen, gell? Ja. Bleibt mal schön gepinkt. Wir wollen doch wissen, mit wem du zu tun hast. Frechheit siegt. Frechheit siegt. Und weil du ein Tigerchen bist, knicke den Nacken. War eh ein Scheißdienst hier. Da sind echt die Tigerchens wieder am Versteck und wissen von nichts, vermutlich. Das sind nur noch drei. Packen! Ah, vergiss es. Dann
Kunden halt nicht. Ja, geh da mal hin, blind wie du bist. Nanana. Hier. Weg. So. Die Straßen sind ein bisschen sauberer. Hier ist noch irgendwo einer. Hier ist eine Toilette. Wo ist denn der andere? Ach, ihr müsst hier rein. Ah, verstehe. Ah, ich glaube, ich lasse euch mal hier liegen, gell? Hier sieht euch ja nicht gleich jeder. Und eigentlich will ich ja sowieso hier rein. Frank von den Tiger Claws. Das ist Pech für dich, dass du Frank heißt. Au! Das tat sogar mir ein bisschen weh. Gut, was hast du denn hier gemacht? Hä? In deinem komischen Zimmer. Das ist nur... Ah, nee, hier ist was. Nachrichten. Drohnen. Ach, das war mit den Drohnen hier? Hm. Hey Kim, hab mit dem Kerl gesprochen, der Geschäfte mit den Tigers macht. Der meint, die hätten ein paar Drohnen, die sie loswerden wollen. Militech-Mods, geroutet, ohne EES, voll funktionsfähig. Das sind nicht die Drohnen, um die es am Anfang der Episode ging. Nicht gerade billig, aber sie sind die Eddies wert. Jonas und seine Jungs haben schon solche Teile. Die werben uns langsam die Käufer ab. Carrie geht zum Beispiel nur noch zu denen. Sag mir Bescheid, was du von der Sache hältst. Und zwar bald. Die Tigers haben bereits einen neuen Käufer. Und wenn wir denen kein ordentliches Angebot machen, geht uns der Deal durch die Lappen. Frank. Mia writes an Marco Midis. Mia, die Rohstoffpreise steigen, aber der Straßenwert bleibt gleich. Wenn das so weitergeht, macht das ganz sicher keinen Sinn mehr. Wir müssen das Zeug irgendwie strecken. Hast du eine Idee? Wir könnten Glassplitter untermischen. Das ist eine naheliegende Idee, weil hier gibt es ja überall Altgas auf den Straßen. Wenn sie klein genug sind, sieht das keine Sau. Außerdem werden die Schleimhäute der Kunden zerschnitten und das Zeug geht schneller in die Blutbahn. Die werden so schnell high sein, dass sie nicht mal merken, dass das Zeug gestreckt ist. Was meinst du? Ich kenne wen, der uns eine Menge alter Glühbirnen besorgen. Das ist so ekelhaft. Igitt. Das ist so. Eine Menge alter Glühbirnen. Schließen. So, hier. Da ist die Hauptbeute. Eine grüne Waffe. Hm. Bum, bum. Okay, ja, der Tag neigt sich dem Ende zu. Wir sollten mal wieder ein bisschen Station machen in unserem Häuschen. Na komm, hier. Ihr gehört doch irgendwie zusammen. Wie machen wir denn das? Ich habe jetzt irgendwie gerade keinen Bock mehr auf Modenschau und Rückfahrt ins Apartment, aber rein rollenspieltechnisch ist es mal wieder dran. Wir gucken mal auf die Karte, was eigentlich noch so übrig ist. Okay. Ist hier jemand drin? Nein. Also, wir haben in Westbrook nicht mehr viel zu tun. Wir haben noch einen Überfall hier oben. Das ist aber nicht so viel. Und einen hier unten. Das, also zwei Überfälle sehe ich jetzt noch. Alles andere ist nicht mehr Westbrook. Das hier, diese Verbrechensmeldung ist schon Badlands. Das heißt, wir müssen ja nur noch eine Episode drehen mit irgendeiner Queste hier. Nehmen wir doch die nächstbeste hier in den Badlands. Und wenn die dann nicht so ewig dauert, dann können wir hier noch zwei Überfälle... Ah, was ist das hier? Ist das noch oder ist das nicht mehr? Westbrook. Ich würde sagen, das ist nicht mehr Westbrook. Das ist dann was anderes. Also, eine naheliegende Quest in den Badlands und zwei Überfälle. Die sind noch dran. Das schaffen wir wahrscheinlich in der nächsten Episode ohne großartige Probleme. Und dann wäre Westbrook sauber als Quartier. Es gäbe nur diese Hauptqueste.
Na, ich denke, nach bald 100 Episoden könnte man auch mal die Hauptquest machen, gell? Ey, die habe ich echt schon lange. Also ich habe Takemura wirklich schon sehr, sehr lange am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Ich habe alles andere vorgezogen. Und jetzt habe ich zwar noch eine andere Hauptquest, die mich irgendwo hier, Pacifica, da irgendwo hinführt, um da irgendwelchen Voodoo-Sachen auf die Spur zu kommen. Aber das, das wäre jetzt echt ungehörig, hier das nicht zu machen. Also, nächste Episode nochmal Nebenquest und zwei Überfälle. Und übernächste Episode und in die Haya gehen und ein bisschen das Inventar ausmisten. Denn ich glaube, wir sollten mit einem leeren Inventar zu Takemura gehen, weil dann wird ja wieder eine Hauptquest die nächste jagen. Und dann gibt es in den übernächsten Episoden dann diese Takemura. Wir treffen die Arasaka-Tochter bei irgendeiner Straßenparade-Quest-Reihe. Das wird mich eine ganze Weile beschäftigen, da wird auch einiges passieren. Und wenn das dann vorüber ist, dann geht es an das nächste Stadtviertel. Das wird dann, wenn ich mich von oben nach unten voranarbeite, tatsächlich das Stadtzentrum sein. Das ist gar nicht so groß. Das ist ja nur das da. Das bisschen. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Questen. Und ja, im Wesentlichen genauso viele Überfälle. Das wird gar nicht so lange dauern. Gut, das ist so die Vorausschau für die nächsten 20 Episoden. Und dann schauen wir mal, was an neuen Inhalten ins Spiel reingepatcht wird. Ich glaube, ich bin langsamer im Wegspielen, als hier die Inhalte wachsen. Nein, ist gar nicht wahr. Wir kommen gut voran. Und ja, weiter gut voran. Hier in Westbrook kommen wir hoffentlich auch. Und ich gönne euch mal die Toilettentür als Abspannbild im nächsten Teil. Bis dahin.